So, meine lieben Wildwestfreunde da draußen, ich bin zurück und Jane Bale ist auch wieder da und wir machen weiter. Und ich muss mal kurz in mein Inventar. Denn angeblich soll man, um Munition zu bekommen, einfach alte Sachen verschrotten. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das klappt. Müssen wir mal drauf achten. Double Barrel Schrotflinte. Ja, Tatsache. Dadurch bekommt man Muni. Das ist ja lustig. Da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Guck mal, da unten kann man das sehen. Plus zwei. Und ich habe die ganzen Sachen immer verkauft, ich Horst. Widowmaker? Okay, kann ich nicht verschrotten. Die ich angelegt habe, kann ich nicht verschrotten. Alles klar. Cool. Haben wir angelegt? Ja. Können wir nicht. Okay, sehr gut. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Munition für den Notfall. 12 Schuss. Mit unserer Flinte. So, das macht das dann natürlich auch hoffentlich ein bisschen einfacher. So, hier vorne läuft jetzt wieder der eine Typ lang. Den werde ich mir jetzt mal versuchen zu holen. Wenn er denn nicht so schnell laufen würde. Komm her, du Sack. So. Einer weniger. Und gleich direkt durchsuchen. Machete und Gabel. Okay, nicht der Hit. Aber ist okay. So, da oben sind drei. Genau drei zu viel. Da, oha, hier ist richtig Action. Hier ist sehr, sehr viel los. Okay, wir müssen uns... Oh, guck mal, man kann hier hinabsteigen. Das ist ja geil. Dann gehen wir doch mal runter. Da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Amulett der Erdung. Cool. Sonst noch was? Was war das? Hallo? Kadaver. Nix drin, okay. Ja, das mit dem Brunnen ist auch immer so eine Sache. Wenn man das nicht weiß, dann läuft man da ganz schnell dran vorbei. So, da vorne ist jemand. Aber hier waren wir schon mal, oder? Das kommt mir so bekannt vor. Mal gucken. Ich glaube, hier waren wir schon. Ah, hier. Muni. Perfekt. Zack. Schlaf schön. So, einmal durchsuchen, bitte. Hallo? Da. Quille Medley. Waffe verschrotten. Gibt drei Muni. Sehr gut. Kiste. Alte Sporen. Becher. Zange. Noch ein Fass. Da ist aber nichts drin, ne? Schade. Da auch nochmal Muni. Kartensatz. Und ein paar Zigaretten. Alles klar. Ölfass. Okay. Was ist das hier? Kerzen. Einfache Bärenfellweste. Nehmen wir mit. Können wir verkaufen. Und da ist eine Truhe. Robuste Bärenfellweste. Ja, das ist doch was für mich. Goldenes Pik Ass und 5 Dollar. So. Plünderer. Gibt's hier was mit Muni? Das wäre geil. Hochspringer. Sanitäter. Jäger. Schneller Schleicher. Oh, das ist auch gut. Kerngesund.
Erhöht deine maximalen Trefferpunkte um 10%. Schnelles Nachladen, Meister der Zeit. Ich mach mal. Das hier. Kerngesund. Das klingt gut. So, Talente haben wir keine. Schade. Aber die Bärenfellweste hätte ich gerne hier. Guck mal. Ausrüsten. So, und wo ist die Knarre, die wir gefunden haben? Die habe ich sogar nicht ausgerüstet. Warum nicht? Ach so, ich habe schon so eine. Alles klar, dann geht die weg. Perfekt. So, dann habe ich jetzt... Da habe ich 5. Okay, wir behalten erstmal die Schrotflinte. Und gehen weiter. Das sieht hier nämlich ganz... ganz ruhig aus eigentlich. Banksafe. Regale. Ah, nichts drin. Okay. Gut. Aber irgendwas wird mich ja... Achso, das ist der Gegner. Ich dachte gerade, was wird mir denn da angezeigt? Gut, geh mal wieder zurück. Haben wir noch ein bisschen was geplündert hier. Ist auch nicht schlecht. Können wir alles verkaufen. So, hier war der Ausgang. Regale. Ah, guck mal hier. Kleber. Hier hat einer geblutet. Besudelte Tasche. Da geht's raus. Fass ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Ah, hier ist was drin. Was zu trinken. Sehr gut. Okay. Ab nach oben. Oh, da kommt jemand. Kommt der rein? Nee. Das ist meine Chance, wollte ich gerade sagen. Aber wenn der andere da rumrennt, ist es nicht so geil. Der kommt rein, oder? Das wird ihm zum Verhängnis. Tada! Muni nehme ich ihm ab. Blitz in der Asche. Die Macht des Himmels in handlicher Form. Werfen, um in einen Bereich Blitzschaden anzurichten. Da ist auch noch was drin. Dietrich. Ey, sehr gut. Da haben wir nichts mehr. Okay, jetzt müssen wir gucken. Tür. Okay, okay, okay. So ein bisschen taktisch vorgehen. Hier vorne sind 2. Das ist doof. Da ist einer. Ah, der dreht sich auch nicht um, ne? Oder? Kann ich da vorbeischleichen? Ich versuch's mal. Oh, ich glaube, der sieht mich gleich. Komm, 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 komm. Okay, hat keiner gesehen. Krass. Dann will ich den mal schnell plündern. Nägel. Hammer. Sehr gut. Da war der Brunnen. Okay, jetzt müssen wir uns um den anderen Heini da kümmern, der da vorne läuft. Ah, die stehen aber sehr, sehr ungünstig. Draußen ist auch noch einer. Okay, jetzt läuft er weiter. Das ist gut. Lauf mal schön weiter. Okay, er hat die Leiche gesehen. Das macht aber nichts. In der Zeit hol ich mir den anderen hier. So. Zack. Okay, jetzt steht er da vorne. Das ist gut. Den kann ich mir jetzt auch holen. Und hier können wir was trinken. Prost. Okay, jetzt hat er die andere Leiche gesehen. Oder... Naja, Leiche ist es ja nicht, der schläft ja nur. Bleib stehen. Zack.
Und her mit deiner Knarre. Ha! Leute, das läuft wie am Schnürchen heute. So, jetzt muss ich nur aufpassen. Warte mal. Okay. Okay, der ist abgelenkt. Sehr gut. So. Zack. Haben wir auch. Pferd streicheln muss auch sein. So, der geht da lang. Dann gehe ich hier lang. Zack. Haben wir den auch. Machete und Dollar. So, der andere Typ, der kommt jetzt auch angerannt. Und weiß natürlich nicht, was los ist. So, den holen wir uns jetzt. Wenn es geht, dann haben wir nämlich alle, glaube ich. Ach, nur Kaninchen, sagt er. Ja, die Kaninchen haben den erwürgt. So. Inventar ist voll. Oh nein. Aber das haben wir gleich. Ich muss nur verschrotten. Geht schnell. Zack. 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 So, guck mal. Easy peasy. So. Jetzt weiß ich nur leider nicht, was ist hier meine Aufgabe? Muss ich die alle töten? Mal eben gucken. Ziele. Amy Huge und Plum, Silver Dings, Bums. Oder waren wir einfach nur hier, um Geld zu machen? Ich weiß das nicht mehr. Warte mal, ich probiere das mal. Vielleicht kann ich die auch einfach töten. Ja, sieht so aus. Ich kann sie noch töten. Das ist ja geil. Kostet aber Muni. Warte mal, das kann ich doch anders regeln. Ich habe doch hier noch eine Machete. Muss ich doch nicht... Oh, das ist aber schwer mit dem Zielen. Muss man sehr nah ran. Den auch noch weg hier. Wenn es denn geht. Jo. Zack. Haben wir noch jemanden ohne Fahrschein? Da hinten. Aber hier in dem Haus war ich auch noch nicht drin. Oder? Goldenes Pikass. Ha! Regale sind leer. Muni. So. Perfekt. Kiste. Verband. Muni. Besudelter Stoff. Nachttisch. Zack. Nehmen wir alles mit. Türchen auf. So, und jetzt holen wir uns die anderen. Die zacken wir auch noch eben. Alten Schweine. So. Haben wir den auch. Und hier drinnen. Ist noch einer. So. So.
Das war ein schöner Crit. Fast durchsuchen wir. Proviantdose. Kleiner Hammer, Nägel. Ich glaube, unten war noch einer, den wir... Ach, guck mal, man kann hier hoch. Das ist ja lustig. Maisbrot. Danke sehr. Schornstein. Seil anbringen. Nach unten fahren. Hier kommt der Weihnachtsmann. Cool. Das ist mal cool gemacht. So, gehen wir nochmal nach unten. Machen den anderen da auch noch weg. Ah, okay, hier waren wir schon. Hier lang. So, wo ist er hin? Da. Hier rechts um die Ecke. Aber die Machete ist echt stark. Habe ich nicht erwartet. So, alle tot. Können wir gehen. Guck mal, wir können Maiskolben machen, aber brauchen wir gar nicht. Unsere Energie ist voll. Gut, nimm mal mit. Zack, und raus hier. Keine Lust mehr hier in dem Camp. Zack. Und auf Wiedersehen. So. Getötet sind sie alle. Tür geht nicht auf. Schade. Wir können das Pferd eigentlich mitnehmen, oder? Da war doch was. Irgendwas hatten wir doch da mal. Oh. Zombies. Stimmt, da war was. Mit den Zombies. Knochen. Was soll ich denn damit? Dean Stillwater, solchen Zombie. Inventar ist voll. Anthony Cox. Okay, warte kurz. Wir müssen wieder verwerten. Damit. Weg damit. So. Zack. Da ist nichts drin. Auch nicht. So, Caroline. Die hat eine Wumme. Camilla Price. Was hat sie Schönes? Oh, sie hat eine Wumme und Muni. Caroline Stillwater, okay. Lixi, kann ich nicht lesen. Keine Ahnung, wie die heißt. Und hier Gregory Fernandez. Durchsuchen. Okay, Inventar wieder voll. Zack. Zack. Ah, oh, jetzt habe ich die weggeschmissen. Das wollte ich gar nicht. Halt, stopp. Verwerten wollte ich die. Die Muni. So. Zack. Haben wir noch jemanden? Jo, Ann Miller. Auch eine Wumme. Okay, ich glaube, wir haben alle.
Nee, hier, den haben wir noch nicht. Alvarez. Okay, der hat aber nichts. Kelly Nelson. Stoffbär. Okay, gut. Komm, wir nehmen jetzt das Pferd und hauen ab. Reiten. Außenpostenwald, ja. Stimmt. Das war die verfallene Hütte. So, wir gehen zurück nach Greckel. Mal sehen, ob wir jetzt unsere $300 zusammen haben. Ein paar Sachen verkaufen. Könnte klappen. Haben wir auch ein bisschen Geld wieder gefunden. Das wäre natürlich super cool. Kommen wir in der Story ein bisschen weiter. Gestohlene Pferde. Du hast ein Pferd gestohlen, um es aus einer üblen Lage, um aus einer üblen Lage zu entkommen. Pferde, die dir nicht gehören, fliehen immer, wenn du den Zielort erreichst. Du strandest dort also. Kauf dir im Stall einer Stadt ein eigenes Pferd, um ein treues Reittier zu haben, das im Verlauf deiner Reise bei dir bleibt. Dadurch erhältst du auch Zugriff auf die Satteltaschen, die dir erweiterte Inventarplätze bieten. Oh, das ist geil. Das gefällt mir. Schmiede. Ach was, ich kann mir einen Goldbahn machen. Oder? Jo, wie geil ist das denn? So, wir müssen wieder hier rein. Da ist wieder einer zum Anheuern. Mal sehen, was ist das hier? Kartensatz. Lust auf ein bisschen Spannung. Adept, reden. Gauding. Hallo, Fremd. Sind harte Zeiten mit der Krankheit und all dem. Vielleicht ist eine Runde Karten das Richtige, um dich auf andere Gedanken zu bringen. Wir spielen Poker. Hier etwas anders. Zunächst mal brauchst du mindestens $50, um einsteigen zu können. Das Spiel an sich ist ganz einfach. Du bekommst eine Karte mehr nicht. In gewisser Weise ist es wie mit dem Leben. Man hat nur eins und muss daraus das Beste machen. Also, hast du Lust? Nein, $50 ist zu viel. In Ordnung. Komm wieder, wenn du Zeit hast. Brauchst du ein Zimmer? Ich muss erstmal gucken, wie viel Geld ich habe. Ruf habe ich 35, okay. Dollar 187. Oh, wir kommen der Sache näher. Wird. Okay, wir gehen einfach wieder hoch, hauen uns in ein Bett. Wenn denn eins frei ist. Jo, schlafen. Du fühlst dich erholt. Treffer und Aktionspunkte wurden vollständig wiederhergestellt. Perfekt. So, und jetzt brauchen wir einen Händler. Bank, Sheriff's Office, Post Office, General Store. Das sieht gut aus. Guten Tag. Kein Umtausch, aber wer würde so gute Waren schon umtauschen wollen. Einen Schrott verkaufen. Bams. $318. Ist das geil. Wir können unsere Nachricht entschlüsseln. So, hier, Herr Beamter. Komm mal ran hier. Lawrence Johnson. Wie kann ich Ihnen helfen, die Dame? Bezahlen, um die Stillwater-Übermittlung entschlüsseln zu lassen. Danke. Ich werde das in Windeseile für Sie erledigen. Erinnert mich an meine Zeit in Shepherd's Dale, als ich die Übermittlung für Gavins Hunde erledigt habe. Also, oh, ein besonderer Code. Erst diesen Teil übertragen? Bei den Fluten. Das ist ganz schön kompliziert. Oh. Ah, so. Ich hab's. Und bei der Nachricht läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Offenbar war dein Mann Teil einer Viehlieferung. Sie sind in Galen's Crossing vorbeigekommen. Da ist der Laden von Bürgermeister Weeks. Da würde ich an deiner Stelle besser nicht rumschnüffeln. Es sei denn, du willst ganz schnell zu den Schlangen geschickt werden. Wie dem auch sei, hier Ihre Nachricht. Vielen Dank und beehren Sie uns bald wieder.
an Caroline Stillwater aus Greenwood, von Shelby Cross aus zensiert. Such das beste Vieh zusammen und bringe es sofort zu mir, wenn du mit Bürgermeister Weeks in Gannis Crossing fertig bist. Ich bin ausgehungert, Shelby. Okay. Relay's clear. Looks like your husband must have crossed paths with a Mayor Weeks. Best pay a visit. Alles klar. Befrage Bürgermeister Weeks in Gallen's Crossing. Ich hätte schon gern ein eigenes Pferd, ne? Habe ich das schon erwähnt? Aber Clown ist nicht gut. War hier nicht so ein Stallmeister? Warte mal. Irgendwo hier vorne, glaube ich, ne? Oder? Ach nee, das war der Undertaker. Ja gut, ist egal. Ist egal. Holen wir uns nächstes Mal. Können wir uns wahrscheinlich sowieso nicht leisten. Okay. Guck mal da. Jagdgründe. Gallions Crossing, Reisen. Okay, machen wir mal. Ganz schön weit weg. Guck mal, wird schon wieder dunkel. Nacht. Und wir sind da. Oder? Aber wir wurden nicht angegriffen. Also keine Banditen auf dem Weg. Das ist schon gut. Aber da stehen sie schon. Nebenaufträge. Deine Geschichte ist keineswegs die einzige im wunderlichen Westen. Sieh dich gut um, wenn du an neue Orte kommst. Du könntest jemanden finden, der etwas erledigt haben möchte. Und vergiss nicht, die Nebenschauplätze zu erkunden, die du auf deiner Reisekarte findest. Neue Abenteuer bedeuten mehr Geld. Und mit mehr Geld kannst du dir in Läden bessere Ausrüstung kaufen. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Großes Anwesen, riecht nach Geld und Macht. Du solltest besser vorsichtig sein. Ich verstehe. Wir sagen mal freundlich Hallo. Joachim Silo. Das hier ist Bürgermeister Weeks Haus. Keine Kaschemme. Was willst du hier? Bitten, mit Bürgermeister Weeks sprechen zu dürfen. Er signiert keine Autogramme, Freundchen. Stillwater-Übermittlung? Ah, gut, Dokumente. Scheinen lesbar zu sein. Du hast doch keine Ahnung, was da steht. Doch, habe ich. Ah, Sandra Wilson, okay. Der Trottel hätte dir eine vollgekritzelte Serviette halten können und du hättest ihn reingelassen. Zu deinem Glück kann ich das von hier aus erkennen, dass das eine dieser Stillwater-Übermittlungen ist. Fahr über die Meere, Sandra. Du bist echt ein gemeiner Hund, weißt du das? Wenn du wegen des Viehs hier bist, dann folge mir. Zum Büro des Bürgermeisters geht's hier lang. Spazier nicht herum, verstanden? Okay. So, wir werden jetzt hier speichern, denn ihr wisst ja, sicher ist sicher. So, sehr gut. Und ich würde sagen, zum Bürgermeister gehen wir dann beim nächsten Mal und gucken mal, was er so zu berichten hat. Also, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mit einer neuen Folge. Bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.